freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist in der Gerüchteküche über Rudolf Steiner. Hast du schon gehört? Rudolf Steiner war eigentlich ein Spinner. Naja, dass Rudolf Steiner ein Spinner gewesen sein soll, ist vielleicht das charmanteste Gerücht, das es über ihn gibt. Denn Rudolf Steiner hielt sich in seinem Leben nicht einmal besonders ungern unter den sogenannten Spinnern und Träumern auf. Denn er sagte sich, dass in einer verrückten Zeit der Normale eigentlich verdächtig sein muss und der Spinner eher als Normaler eingestuft werden könne. In den 1880er Jahren verkehrte Rudolf Steiner beispielsweise bevorzugt im Milieu der jungen Literaten, die sich im Wiener Café Grünsteidl trafen. Mit Spitznamen hieß es aber Café Größenwahn, da hier Künstler wie Stefan Zweig, Hugo von Hofmannsthal, Arnold Schönberg, Hugo Wolf, Karl Kraus und andere ein- und ausgingen. In dieser Zeit war aber auch schon der Herausgeber der Werke von Arthur Schopenhauer, Jean Paul, Ludwig Uhland und Christoph Wieland. Mit 29 wurde er dann von der Großherzogin von Sachsen-Weimar als Herausgeber der naturwissenschaftlichen Werke von Johann Wolfgang von Goethe berufen. Mit 30 promovierte er und dachte auch an eine Professur. In dieser Zeit wurde er von der Frau von Friedrich Nietzsche gebeten, die Herausgabe der Werke ihres Mannes zu übernehmen. Als er 1899 nach Berlin umzog, gehörten schon bald zu seinem Bekanntenkreis wiederum bekannte Spinner, wie der Dramatiker Otto Erich Hartleben, der Anarchist John Henry Mackay, der Impulsator der Lebensreformbewegung Wilhelm Bölsche, die Frauenrechtlerin Rosa Meyer-Eder, der Pionier der Sexualforschung Marius Hirschfeld oder die Sozialreformerin Rosa Luxemburg. Ich würde hier gern schon ein erstes kleines Zwischenfazit ziehen wollen. Richtig ist, dass Rudolf Steiner vor allem in seinen jungen Jahren tatsächlich häufigen Umgang mit Menschen pflegte, die damals als Spinner betitelt wurden. Merkwürdigerweise waren aber auch viele darunter, die sich später als große Wegbereiter einer neuen, humanistischen Welt entpuppt hatten. So ist es also interessant, dass Rudolf Steiner schon in seinen frühen Jahren in erster Linie von reaktionären, materialistischen und erzkatholischen Kräften als Spinner bezeichnet wurde. In allen anderen Kreisen wurde er als hochgebildeter Philosoph und Schriftsteller sehr geschätzt. Nicht viel anders erging es ihm darauf in seiner anthroposophischen Schaffensphase in Berlin und Donau. Nach und nach waren es Hunderte von berühmten Künstlern, Schriftstellern, Wissenschaftlern und Politikern, die ihn schätzten und häufig auch konsultierten. Aufschlussreich ist nun, dass in dieser Zeit ein neuer Schlag von Kritikern hinzukam, die ihn einen Spinner nannten. Diese sammelten sich zusammen, als Rudolf Steiner die Anthroposophie lebenspraktisch machte, also die Künste reformierte, die neuen Weichen für die Architektur stellte, eine neue spirituelle Pädagogik schuf, eine neue humane Medizin entwickelte, die Christengemeinschaft mitbegründete, eine biologisch-dynamische Landwirtschaft erfand. Da wuchsen Rudolf Steiner neue Feinde zu, die ihn als Spinner deklassieren wollten. Oft waren dies nachweislich aber Neider, die sich in Konkurrenz mit Rudolf Steiner fühlten und seine Leistungen nicht anerkennen konnten. Oder es waren Biedermeier, die sich in ihrem Spießbürgertum von Rudolf Steiner gestört fühlten. Gestattet hier bitte meine zweite Zwischenbilanz. Jetzt zeigt sich, dass Rudolf Steiner in seiner theoretisch-philosophischen Phase als Spinner bezeichnet wurde, weil seine Lehre zu versponnen, esoterisch, zu weltfremd war. Als er nun seine Lehre in die Praxis umwandelte und die Praxis sich als erstaunlich lebenstauglich erwies, wird er aber frappierenderweise
weiterhin als Spinner beschimpft. Oftmals sogar von den gleichen Kritikern wie zuvor. Jetzt war es die Taktik der Kritiker zu sagen, die Praxis ist zufällig wirksam. Aber Rudolf Steiner war trotzdem ein Spinner. Und die Anthroposophie ist trotzdem versponnen und unwissenschaftlich. Ist das nicht so, als ob man behaupten würde, der Buddhismus ist gut, aber Buddha war ein Spinner? Oder die Relativitätstheorie ist richtig, aber Albert Einstein war ein Spinner? Die Glühbirnen sind brauchbar, aber Edison war ein Spinner? Könnt ihr nachvollziehen, wie unlogisch und unwissenschaftlich so ein Vorgehen ist? Stell dir vor, du hättest vor 130 Jahren behauptet, du könntest eine Maschine bauen, mit der du fliegen könntest. Jeder, der das damals verkündete, wurde als ein Spinner verlacht. So ging es auch Otto Lilienthal. Nur, als er in der Praxis bewiesen hatte, dass er tatsächlich fliegen konnte, dass er den ersten Flugapparat gebaut hatte, verstummten die Rufe, du Spinner. Und aus Beschimpfung wurde später Bewunderung. Merkwürdig ist nur, dass diese einfache Logik des Praxisbeweises, des Praxistests, wie man ja auch immer wieder fordert, im Falle von Rudolf Steiner man nicht gelten lässt. Denn es gibt wohl keine andere Lehre wie die Anthroposophie, die ihre Stimmigkeit und Richtigkeit jetzt schon seit über 100 Jahren vielfach in der Praxis erwiesen hat. Gibt es nicht Millionen von Menschen, die durch anthroposophische Medikamente oder in anthroposophischen Krankenhäusern geheilt wurden? Sind denn nicht die Millionen von Menschen, die die Waldorfschule besucht haben und gestandene Zeitgenossen geworden sind, darunter auch bekannte Künstler, Wissenschaftler, Unternehmer, Nobelpreisträger, Staatsmänner und so weiter? Sind wir denn nicht alle froh, dass wir heute eine biologische, dynamische Landwirtschaft haben, dass wir die Demeter-Produkte haben, die in allen Tests stets die besten Noten haben? Jetzt mal ganz ehrlich gefragt, Hand aufs Herz, kann es denn wirklich sein, dass all dies erfunden wurde von einem Spinner? Erinnert euch bitte daran, dass man so lange vielleicht zu Recht als Spinner verunglimpft werden kann, bis man bewiesen hat, dass die Wirklichkeit, die Praxis, die Theorie bestätigt. Wenn wir uns von diesem wissenschaftlichen Grundsatz verabschieden, katapultieren wir uns doch selbst in die Zeit vor der Aufklärung zurück, oder? In die Zeit, als noch Glaubenssätze mächtiger waren als wissenschaftliche Beweise. Wir kennen ja alle die Geschichte und die Zeiten, in denen Forscher auf den Scheiterhaufen landeten, weil sie behaupteten, die Erde sei keine Scheibe oder die Erde drehe sich um die Sonne. Damit komme ich auch schon zum Schlussfazit. Es hat einerseits etwas harmlos und charmant Daherkommendes, Rudolf Steiner als Spinner zu rühmen. Doch gleichzeitig dünkt es mir und vielen anderen auch, als ob mit dieser Diffamierung von Rudolf Steiner ein bestimmtes System dahinter stecken würde. Denn auch wenn Rudolf Steiner hier und da einmal geirrt hat, im Gesamt hat er mit seiner Praxistauglichkeit seines Werkes unzweifelhaft bewiesen, dass er über den Vorwurf, ein Spinner gewesen zu sein, erhaben ist. Warum behaupten also manche Anthroposophengegner, Steiner sei ein Spinner gewesen? Warum verlangen sie also, dass man glaube, 2 und 2 sind 5? Habt ihr eine Antwort darauf?